So, willkommen zurück bei The Cave. Wir sind im Part 19. Und im letzten Part haben wir hier diese Sicherung ausgebaut. Und irgendwo gab es einen leeren Sicherungskasten. Mal gucken, wo der nochmal war. Da haben wir ihn auch schon. So, eingebaut. Und schon funktioniert der Aufzug, vermute ich mal. Okay, da kommt man auch noch irgendwie raus. Aber hier mit Chuck, der Pflanze, können wir nichts machen. Mit dem Aufzug können wir auch noch nichts machen. Dann schauen wir mal weiter. Ach, da sind wir hergekommen, glaube ich. Genau, da sind wir ins Haus reingekommen. Hier müsste die Küche sein, richtig? Jawohl. It's your favorite. So. Okay, da kann man also was mit dem Aufzug befördern. Was haben wir hier? Den Hammer. Wollten sie ja nicht an das Waschbecken. Mal gucken, ob das irgendwas mit dem Hammer zu tun hat hier. Ob wir da irgendwas reparieren müssen. Nö. Okay. Ah, ich habe eine Idee. Im Hammer könnten wir eventuell diesen Dielenboden oben reparieren oder was auch immer damit machen. Sonst fällt mir irgendwie so gar nichts ein, was ich hier mit dem Hammer machen könnte. Da ist es so, da geht es weiter nach oben. Da war der Aufzug. Oh Mann. Ah, da ging es hoch. No. So. Packen immer automatisch an diese Kiste. Jawohl. Okay, was können wir jetzt mit dieser Kiste machen? Wir schauen einfach mal. Ouch. Ui. There goes the fine china. The broken china. Da geht's nicht weiter. Kommen wir hier rein mit dem Hammer? Nein. Schade. Ich dachte, der Hammer könnte hier unser Türöffner sein. So, da geht's nicht weiter. Hier ist eine Schwelle. Hier kommen wir aber dann auch nicht rein, denke ich. Nein. Okay, da geht's hier mal weiter. Uiuiuiui. Aber mal ganz ehrlich, wenn so ein Geschirr in der Kiste oben auf dem Dachboden steht, dann wird es doch eh nicht mehr gebraucht, oder? Also es ist doch scheißegal, wenn es hier kaputt geht. So, dann rutscht mal fein. Außerdem bringen Scherben Glück, also so viel Glück. Das reicht doch jetzt bis ans Lebensende hier. Okay, jetzt schieben wir die Kiste hier in die Küche rein. Oh, that's so cute. Ja, genau. Okay, da durch die Klappe geht's nicht. Okay, vielleicht können wir irgendwas im Aufzug damit anfangen. Leg mal den Hammer hier hin. Ja, cool. So.
so. What was that crash I heard upstairs? Da hat nichts gekracht. Das waren wir nicht. Können diese Augen lügen? Nein. Okay, okay. Ich verlauf mich hier. So. So, da ist jetzt unsere Kiste. Da kommen wir aber nicht ran. Ah, super. Was ist... okay, wir können die Kiste hier noch weiter hochholen vielleicht. Und über die Kiste dann hier an diese Lianen, nenn ich es mal, einfach kommen. Wir versuchen das mal. Also tippeln wir mal wieder zurück in die Küche. Nein, da ist nicht die Küche. Hier ist die Küche. Fährt er jetzt weiter hoch oder kommt er wieder runter? Ja, cool, er fährt wieder hoch. Jetzt müssen wir den ganzen Mist wieder hochlatschen. Oh Mann. Also ich finde es ja echt ein super cooles Spiel, aber die langen Wege, die nerven dann doch manchmal so ein bisschen. Na gut, wenn es nur mit diesem Charakter hier zu spielen ist, weil die anderen stehen ja noch alle draußen. Ich weiß gar nicht, ob wir die reinkriegen. Dann bleibt uns da nichts anderes übrig. Aber so eine Verbesserung wäre einfach mal gewesen, zu sagen, komm, wir bauen irgendeine Funktion ein, wo man sagt, wir rufen einfach die anderen Charaktere hinterher durch einen Pfiff oder irgendwie so als Aufforderung, jetzt kommt doch mal hier hin. Aber nö. Wir laufen. Ist ja auch gesund. So. Jetzt sind wir hier draußen. Ist alles ganz prima, aber ich weiß noch nicht, wie weit uns das was bringt. The smell of rotting sewage floating in the Thames. Thick industrial smoke choking the air and horse manure piled high on every street corner. It must be springtime in London. Okay, das ist ein Kamin. Okay. Ah, so kämen wir aber an den Schlüssel. Kein normaler Mensch würde in diesen rauchenden Kamin steigen. Wieso mache ich das hier in diesem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Man macht manchmal einfach Sachen, die man im normalen Leben nicht tun würde. Zum Beispiel auf Häuserdächer klettern. Oh Mann. So, wie geht's denn hier jetzt weiter? Was müssen wir denn machen? Nicht so weit runter, Junge. Ah, okay. Wie kriegen wir denn dieses Feuer aus? Leerer Nachttopf. Irgendwas muss mit dem doch auch sein. Da kommt man nur über diesen Aufzug rein. Weil aufschließen kann ich diese Tür nicht. Da ist kein Schloss vorne dran. Ah, okay. Ich vergesse irgendwie immer diese Spezialfähigkeiten von den Charakteren. Weil leider werden die viel zu selten eingesetzt. Echt schade. Ich denke mal, wenn wir den Schalter gedrückt halten beim Aufzug, können wir doch mit unseren Zwillingen in den Aufzug reinspringen, oder? So, machen wir das doch mal. So. We should move to the country. Jawohl. Sehr cool. Ja, und schon haben wir den Nachttopf. Chaka. Von hier? Können wir von hier die Tür aufmachen? Jawohl. So. Und irgendwo war doch jetzt der Wasserhahn. Ich glaube, das war die Treppe zur Küche, wo die Küche ist, hoch. So. Das Gefühl, langsam weiß ich, wo ich hier lang muss. So, loslassen. Ans Waschbecken. Jawohl. Klappt.
Und hoch aufs Dach, würde ich sagen. Um dann das Wasser in den Kamin zu werfen und damit eventuell unten das Feuer zu löschen. Aber ich wüsste sonst nicht, womit wir sonst den Kamin ausmachen könnten, damit der Rauch dort verschwindet. Yep. So, da müssen wir den Schlüssel ran. Hier geht's weiter hoch. So, genau, hier ging's raus. Machen wir das doch nochmal. Yep. Und hoch. Nochmal hoch. Sehe ich jetzt erst der eine Zwilling? Hat der einen Hut auf oder verliert er seine Haare, wenn er springt? Okay, was auch immer. So, geht das jetzt hier? Yay. Und runter geht's. I'd make a Mary Poppins joke right now. Except that it's not in the public domain. And I don't want to get sued. Again. So, wir sind unten. Und wir haben den Dietrich. So. Well, the twins have the run of the house now. What kind of mischief will they get into next? Tja, das ist eine gute Frage. Wo braucht ihr mir denn noch überall den Schlüssel? Hier. Bücherregal. Warum steht das da? Kann man damit irgendwas machen? Okay, Unsinn. Look, I don't want to stereotype here, but has there ever been a set of twins that weren't evil? Das sollte reichen. Rattengift. Okay. Ach, das ist das Feuer, was wir gelöscht haben. Okay. Wo brauchen wir noch den Schlüssel? Da war nichts. Ich meine, im Keller wäre noch was gewesen. Das war die Stelle, wo wir reingekommen sind. Hier ging es zur Küche, richtig. Da brauchten wir keinen Schlüssel. Da war nichts. Hier, Hundefutter. Ja, cool. Was haben wir hier noch? We have now reached the grimmest part of our grim story. For that small box shoved into the corner is the ticket out of this house for the twins. Let's watch, shall we? If you dare. Okay. So. Das Rattengift befördert uns also außer Haus. Und eigentlich dürfen wir nur raus, wenn wir gegessen haben. Gucken wir mal. So, du bleibst mal hier. Erstmal nehmen wir das Hundefutter mit. Das sollten wir ja holen, um den Hund zu füttern. Das Rattengift kamen wir noch nicht dran. Ja, lecky lecky. Stop your barking. The twins hate that barking. Okay, so, wie kommen wir denn jetzt an das Rattengift ran? Hep. Gehen wir nochmal runter schauen. Ich glaube nicht, dass wir durch diesen Dampf durchkommen, weil da unten auch irgendwie ein Rad ist, aber weiter runter ging es nicht. Ich würde mal sagen, wir schauen mal, was hier so los ist. Ich wüsste jetzt nicht, was ich weiter mit den Zwillingen machen soll. Ui. Okay, hier geht's weiter. Knochen. Okay, Knochen. Wir nehmen mal einen Knochen. Nehmen wir noch schnell mit. Nächster Versuch.
Okay. Die Twins wollen dann doch ihre Eltern umbringen. Das ist wohl der Wink mit dem Zaunpfahl. Das Rattengift soll wohl in diese Suppe rein, um dann endlich rausspielen zu können. Dann machen wir das mal. So. Was haben wir hier? Das ist der Hund. Guck mal, Knochen. Quit barking! Okay, mehr passiert da nicht. Aber was wir hier noch weitermachen können, das schauen wir uns einfach mal in der nächsten Folge an. Bis dann!